Herr Professor Marsalla, wie würden Sie das Ganze sehen? Also sind diese Geländegewinne der ukrainischen Armee jetzt tatsächlich auf die Waffenlieferungen auch zurückzuführen oder aber auch die Schwäche der russischen Truppen, dass Putins Truppen jetzt vielleicht auch in so einer Situation sind, dass sie ein bisschen verzweifeln, dass es dann doch nicht so schnell geht, wie der Generalstab ihnen versprochen hat? Also es ist eine Kombination aus beidem. Also die ukrainische Armee wäre nicht in der Lage, das jetzt durchzuführen, was sie durchgeführt hat. Und man muss ja auch den ganzen Vorlauf sich anschauen. Ne? Also die Zerstörung der russischen Munitionsdepots, die wir über Wochen beobachten konnten im Donbass und an anderen Stellen. Das ist ohne die Lieferung westlicher Mehrfachraketenwerfer oder der Panzerhaubitze 2000 alles nicht möglich gewesen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Ukraine es sehr geschickt geschafft hat, die russischen Truppen nicht nur in die Tiefe zu ziehen, weil sie zum Beispiel durch die Anschläge, durch die Angriffe auf der Krim gezeigt hat, wie weit sie hinter den russischen Frontlinien operieren kann, sondern auch in die Länge, also durch den Anfang dieser kleineren Gegenoffensiven. Ich spreche nicht von einer großen Gegenoffensive, die haben wir nicht. Im Süden sind die russischen Truppen gezwungen worden, auch sozusagen vom Donbass runter in den Süden zu gehen und sich im Donbass auszudünnen. Und das erklärt alles, warum die ukrainische Armee jetzt in diesen, was wir in den letzten zwei Tagen sehen, in der Lage ist, erfolgreich diese kleineren Gegenstöße durchzuführen. Aber es sind halt lokale Gegenstöße mit begrenzter Tiefe. Also man sollte da jetzt nicht in Jubelschreie ausbrechen. Es ist zum ersten Mal sozusagen, sind das ukrainische Gegenoffensiven, die den Russen Territorium wegnehmen. Aber es ist sehr begrenzt. Und die Frage ist, wie nachhaltig die Ukraine die gehaltenen Gebiete stabilisieren kann. Und das ist eine Frage, die sich erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen wird. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.